Hey Leute, was geht? Hier ist euer Sergeant Pepper und heute habe ich ein neues legendäres Gun-Tutorial für euch am Start. Bei mir, mit mir spielt der Cornel, ein Freund von mir. Diese Sniper ist legendär, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Die ist von Dahl und die macht einfach unglaublich geilen Schaden und die Fire Rate ist auch so krank, aber das werdet ihr alles gleich selber sehen. So, um diese Waffe zu erfahren, müsst ihr Terror Morpheus töten. Das ist ein riesiger Endboss, den ihr, also ihr müsst eine Quest dafür machen, die bekommt ihr bei Tennis in Sanctuary, wenn ihr mit der kompletten Story fertig seid. Das heißt, wenn ihr Handsome Jack besiegt habt, dann könnt ihr diese Quest von Tennis erhalten. Und in der Quest geht es darum, Terror Morpheus zu besiegen, aber das schafft ihr mit Level 30 eh nicht, weil er Level 50 ist. Also müsst ihr den True Volt Hunter Mode. Ja, echt, Versprecher for the win. Ihr müsst den True Volt Hunter Mode durchspielen und dann diese Quest nochmal von Tennis bekommen und sie dann erledigen. Jetzt geht's nach Terror Morpheus Peak. Hier mit meinem Kollegen. Wie ich schon erwähnt hatte, ich krieg Terror Morpheus irgendwie nicht mehr alleine down. Ich weiß nicht, was mit meinem B-Schild los ist, aber das kackt irgendwie ein bisschen ab. Ja, deswegen kriege ich ihn nicht mehr alleine down. Deswegen habe ich mir jetzt einen Kollegen besorgt, mit dem wir jetzt das Ganze hier durchziehen. Und ich gehe mich jetzt nochmal, bevor wir anfangen, mit Munition eindecken, da ich nicht mehr so viel Sniper-Munition habe und die dringend brauche, weil ihr sehen werdet, wie diese Waffe schießt. So. Jetzt erstmal Munition komplett auffüllen. Gut. So. Jetzt warten wir noch auf Cornel. Okay, und jetzt kommt er. Alles klar. Aufspringen. Oh, nice. Sehr gut. Ja, los geht's. Gut, ich hoffe mal, dass wir das schaffen. Auf jeden Fall, diese Waffe bekommt ihr von Terror Morpheus. Die Sniper ist richtig nice. Gut, es hat natürlich wie immer ein bisschen gedauert, bis ich die Waffe dann hatte. Aber, meine Freunde, es hat sich gelohnt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gut, ich meine, ihr müsst eh Level 50 sein, um euch diese Waffe zu erfahren, weil sonst kriegt ihr Terror Morpheus auf keinen Fall down. Ich empfehle dabei noch die Conference Call Shotgun für Incredible Damage und dann noch The B-Shield, weil, ja, The B-Shield ist einfach OP, ne? Einfach OP. Gut, der Cornel spielt ja den Commander, er hat zwei Geschütze. Und das ist vorteilhaft, weil wir dann uns immer hinter den Schildern verstecken können. Aber wenn ihr Terror Morpheus alleine macht, nur noch so ein Tipp, hier hinter diesem Felsen. Also es spawnt ja erstmal hier in der Mitte, ja, da. Und ihr versteckt euch dann, wenn er zu euch kommt, versteckt ihr euch erstmal hinter diesem Felsen. Und ihr seht, ich ziehe dem irgendwie jetzt nicht so viel. Ich wundere, Alter, wie hast du denn dein Geschütz dahin geworfen, lol. Okay, Cornel sagt, es geht. Also, ich verstecke mich, wenn er dann kommt, versteckt mich am besten hier hinter. Hier an der Seite, das ist immer echt ziemlich gut. Also, wie ihr seht, irgendwie, ich weiß nicht, es ist gerade so, als hätte ich kein B-Schild, wenn ich gegen ihn kämpfe. Aber die Sniper ist auch richtig gut gegen den. Also, mindestens genauso gut wie die Conference Call. Aber die schießt halt ziemlich schnell, das Magazin ist echt schnell leer. Also hier stellt sich am besten hin. Ich weiß nicht, er hat so viele Leben, ich ziehe dem immer noch pro Schuss 200.000, aber... Oh, mein Schild ist noch... Oh, fuck, ich habe noch 2000 Leben. Aber der hat ja wahrscheinlich sein Schild wieder aufgeladen. Also ihr seht, ich ziehe dem immer noch sau viel, aber irgendwie, er geht nicht darum, ja?
Also, das ist echt ziemlich hart, den gerade bei mir down zu bekommen, finde ich. So, jetzt habe ich auch schon keine Munition mehr. Jetzt kommen die Steine. Hol dir die Leben da. Hier. Gut. Ja, meinen halt nicht, deswegen ist es nicht so schön. Oh Junge, okay, jetzt haben wir ihn schon zur Hälfte down. Also ihr seht, ich weiß nicht warum. Ist es bei. Schreibt doch bitte in die Kommentare, ob es bei euch auch so ist, ob der wirklich bei euch auch so stark jetzt ist. Also ihr seht, ich habe für B-Shield Conference Call. Mein B-Shield macht auch normalen Schaden und ich weiß nicht, was da kaputt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es bei euch auch so ist, dann schreibt es in die Kommentare, lasst es mich nochmal wissen. Ich weiß, ich habe schon mal gefragt, aber vielleicht hat sich da jetzt ja irgendwas getan. Ich hoffe mal, ihr könnt mich noch verstehen, weil dieses hässliche Geräusch, was beim B-Shield kommt, wird bestimmt ziemlich hart zacken. Okay. Gut. Dann habe ich jetzt noch die Slager eingepackt. Brutalste SMG. Ja, Colin, ich slag den mal, weil dann machst du dem viel mehr Schaden. Gut. Mach ich. Okay. Ja, jetzt. Oh fuck, ich hab noch 3000 Leben. Jetzt habe ich natürlich noch eingepackt den Newcomb-Raketenwerfer. Wo die leben oder so. Okay. Also gut. Fuck. Schnell. Oh scheiße, ich bin tot. Ja. Ja, nein, nein, lass die Tentakel am Leben. Nee, belebt mich mal wieder, bitte. Ja, doch, ich hab schon, danke. Ich hab schon. Aber ich darf nicht jetzt direkt wieder sterben, ich muss ein bisschen rumrennen. Fuck. Ja, lass mich den Tentakel, lass die scheiß Tentakel am Leben. Ja, hab ich. Oh, fuck. Weißt du, wie er full Schild. Ja, wo? Leute, ich sehe nichts mehr. Doch, ich bin im Schild. Jetzt drauf. Klapp drauf. Ich weiß nicht, früher habe ich den irgendwie in 2 Sekunden runterbekommen. Jetzt haben wir ihn. Ja, sehr gut. Also, mal sehen, was er denn jetzt so gedroppt hat. Ja, also gut, wie halt immer, was der Terran Morpheus, wie ihr hoffentlich wisst, immer droppt, ist der legendäre Class-Mod hier, in dem Fall jetzt der Commander. Und was ich auch nur wärmst empfehlen kann, es gibt einen Skin, ja, den bekommt ihr, wenn ihr 15 legendäre Gegenstände aufsammelt. Das ist der Pink Pandora Unicorn Skin. Der Skin ist extrem geil. Wisst ihr? Und ich würde nur empfehlen, wenn ihr Terran Morpheus farmt, holt euch immer die Class Mods, könnt ihr danach auch noch verkaufen. Bringt schön viel Geld ein, ja. Also ist echt nur wärmstens zu empfehlen. Ja, die kommen manchmal noch danach. Also ist echt nur einfach zu empfehlen. Sammelt die ein, dann bekommt ihr. Moment, ich zeig's euch mal. Ja, gut, beim Micromancer sieht das jetzt nicht so cool aus, der Skin. Beim Assassin und beim. Bei der Sirene sieht's hammergeil aus. Dann bekommt ihr diesen geilen Skin. Also sammelt's auf. Ich meine, jetzt hat er sie nicht gedroppt, die Waffe. Ich hoffe, bei euch klappt's. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen.